So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Stadium 2 im Challenge Cup. Wir haben in der letzten Folge aufgehört nach dem allerersten Kampf und ich hatte jetzt überlegt, hey, Facecam, Blindfolded, ja, möchte ich immer noch machen, aber ich muss mich erstmal noch ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Also nicht wirklich, wenn man hinguckt, ist es natürlich irgendwie offensichtlich doch recht simpel, rein von der Steuerung her, aber naja, ich habe halt so überlegt und gesagt, nee, ich muss das Ganze erst noch ein bisschen flüssiger hinkriegen, es muss noch intuitiver werden, weil immerhin ist der Sinn einer Blindfolded Challenge, sehe ich dann gar nichts. Und ich werde jetzt, wo ihr mich nicht seht, das Ganze mal so ein bisschen üben, ja, einfach mal gucken, wie es so funktioniert, Hände unterm Tisch, nein, nicht das, was ihr denkt, sondern natürlich am Controller. Und ich spiele auf dem Emulator mit dem PS3-Controller, was das Ganze schon ein bisschen schwieriger macht, weil, ja, ihr habt das ja schon in der letzten Folge gesehen bei der Auswahl der Pokémon. Mein rechter Analogstick ist quasi der C-Stick. Und der war ja auf dem N64 noch mit 4 separaten Buttons belegt. Das ist natürlich wesentlich einfacher als ein schlecht konfigurierter Analogstick, aber egal. Wir gucken mal. Wir gehen erstmal diesen Rocket Grunt hier an, der ja schon irgendwie mit Standard-Pokémon ausgestattet ist, nämlich alleine schon mit seinem Zubat und gewissermaßen auch mit Omot, eben nicht mit Omot, mit Blutzug natürlich. Unser Team ist immer noch gleich, das heißt, wir werden in diesem Kampf mal gehen mit Glumanda, den möchte ich gerne mal ausprobieren und ja. Ein Psycho-Pokémon würde jetzt eigentlich schon völlig reichen, um das ganze Team auseinanderzunehmen. Aber egal, Nidoran gilt ja noch nicht als, und Nidoran, also weiblich oder männlich, gilt ja noch nicht als Boden-Pokémon. Deswegen bringt mir Shiggy da nicht so viel. Pichu wissen wir schon, was er kann. Ladybar wäre jetzt irgendwie völliger Quatsch. Ach, wisst ihr was, komm hier. Pichu, na, Pichu und Squirrel. Ich hoffe mal, da war B. Ich glaube, ja. Ja, sieht sehr gut aus. So, ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu zocken, einfach nur um mehr Kämpfe von diesem restlichen Pokéball Cup hier in die Folge zu kriegen, logischerweise. Und dann gucken wir mal, ob ich danach quasi den Pokéball nochmal neu starte. Zack. Achso, einfach nur einmal drücken und dann R. Warte mal da. Drachenodem, richtig krasse Attacke eigentlich. Feuerschlag und Drachenodem. Nice, ja, okay, dann ist ja dann relativ einfach. Was? Ja, siehst du? Und da. Ja. Da ist es jetzt schon wieder passiert. Also, natürlich wollte ich nach links drücken und Feuerschlag machen und kriege jetzt hier voll aufs Maul, weil, ja. Ich natürlich scheinbar angeblich nach unten gedrückt habe. Das ist doof. Vielleicht muss ich noch irgendwie umlegen. Das wäre eigentlich die Idee. Man kann ja hier sowieso mit dem linken Analogstick arbeiten. Ist natürlich von der Platzierung her ziemlich ungewohnt, aber vielleicht lege ich mir den C-Stick für die Blindfold Challenge einfach auf die Falltasten. Das ist dann einfach zuverlässiger und sicherer. Hallo Bulbasaur. Ist der shiny oder warum ist der so dunkel? Ja, Bulbasaur, okay. Ach man, ich drücke mal. Und vielleicht soll ich mir auch die R-Tasten wieder auf R2 legen. Ist irgendwie auch sinniger, glaube ich. Also auf R auf R2 und L auf L2. Weil, naja. Könnte halt Sinn machen. Oh, gerade noch überlebt. Und ich bin vergiftet. Frechheit. Oh, diese verdammten Glocken. Ja, es ist Ostersonntag, liebe Leute. Und die Folge soll ja rauskommen an Ostermontag eigentlich. Von daher ist hier heute absolut die Stadt am Kochen. Das regt mich auch tierisch auf. Ich hoffe, ihr kriegt da gar nicht so viel von mit. Weil es ist auch mal interessant zu sehen, wie das Rode Lavalier-Mikrofon auf solche Außengeräusche reagiert. Vielleicht hört ihr auch gerade gar nichts. Oh, Solarstrahl. Habe ich jetzt schon wieder Endur gemacht? Habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Oh, verdammte Kacke, ey. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall anders machen. Das funktioniert blind gar nicht. Nee. Das ist Kacke.
Weil ich hatte ja, wie gesagt, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ich hatte bei Pokémon Colosseum eine Blindfolded-Challenge gemacht und da war es ja so, hallo Nidoran, männlich, da wechsle ich jetzt aber, bevor mein Charmander hier abkackt. Und zwar aus dem einfachen Grund, das habe ich letztes Mal auch nicht so richtig erklärt. Ich habe zwar gesagt, ach guck mal, wir kriegen Continue. Wer das jetzt nicht so ganz direkt durchschaut hat, man bekommt ein Continue, wenn man den Kampf gewinnt und alle drei Pokémon überleben. Ne? Sonst nicht, wenn man einfach nur gewinnt, das wäre jetzt irgendwie nicht Sinn der Sache. Sondern es müssen auch alle drei Pokémon am Leben bleiben, deswegen wechsle ich jetzt hier einfach mal. Jo, genau. Nidoran männlich kann Donner. Natürlich. Leicht Glück gehabt hier in dieser Situation, weil das wäre es auf jeden Fall für Shigi gewesen. So, Fluch bis... Ach ja, kennen wir ja schon, genau. Tja, dann... Boah, wenn der Donner kann, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann kann ich ja nur hoffen, dass der Surfer jetzt trifft und dass ich überhaupt Surfer genommen habe. Habe ich, sehr gut. Also rechts funktioniert, links haben wir irgendwie nicht so richtig auf die Kette gekriegt gerade. Zweimal Endure. Und jetzt wird spannend. Sitzt der Donner, dann war's das für mein Shigi. Wobei er kriegt natürlich... Ach nee, klar, er kriegt ja keinen Stab. Und ist auch, glaube ich, so wahrscheinlich ein relativ schlechter Special Attacker. Von daher geht das noch. Gut, dann machen wir aber auf jeden Fall nochmal Surfer, sind paralysiert. Das heißt, wir sind jetzt langsamer. Ah, das habe ich jetzt nicht bedacht. Bitte treff nicht. Bitte treff nicht. Ah, verdammt. Das wird es gewesen sein für uns. Ja. Nein! Oh, Shigi, du geile Sau. Da steht er noch. Nein, hä? Warum denn jetzt? Nee, Leute, also so geht das schon mal absolut gar nicht. Das ist ja zum Kotzen. Jetzt wechsle ich in den Donner mit Pichu. Hehehehe. nee, aber also das... Ich versuche mich... Ich habe ja nicht umsonst gesagt, ich konzentriere mich, aber ganz ehrlich, also das sind jetzt Richtungen. Eigentlich muss ich da nicht für hingucken. Hauptsache ich weiß, welche Attacke wo liegt und jetzt kann ich hingucken... Und kriegst trotzdem nicht auf die Kette. Es ist allerdings ein Problem, was ich früher schon öfters hatte auf dem Emulator. Weiß jetzt gerade nicht ganz genau. Oh, Toxic, Donner, Swift und Rollout. Boah, leicht offensives Pichu hier. Wobei Rollout wäre jetzt natürlich das Walzer, ne? Da riskiere ich auch, dass der Kampf ein bisschen zu lange geht eigentlich. Aber wenn du schon die ganze Zeit Donner machst, kann ich auch mal Donner machen. Weil ich kriege den Stab und ich habe auch, glaube ich, keinen so schlechten Spezialangriff. Paff. Killer. So, Kampf vorbei. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ach, Glocken geht mir nicht auf den Sack. Und netterweise kann ich jetzt hier anhand meiner Recording-App auch sofort die Uhrzeit sehen, ohne dass ich die Maus bewegen muss. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich nehme aktuell Sound und ja, das, was ihr jetzt hier seht, getrennt auf. Und da kriegen wir den Hive-Badge, den Käferorden. Nice. Oder den... Ja, Hive ist ja eigentlich... Ist das nicht ein Bienenstock? Ja, ne? Den Bienenstockorden. Naja, wir wollen natürlich continuen. Die Folge kann jetzt ruhig ein bisschen länger werden als die erste. Und dann gucken wir mal, dass wir wenigstens bis Battle 4 kommen. I train even when I go on picnics. Ist doch nicht verkehrt. Das ist natürlich schön. Ne? Da seht jetzt nicht mal ihr, welche Pokémon wir haben. Warum auch immer. Ich kann es euch exakt nicht erklären. Aber spätestens hier seht ihr das ja dann. So, Magnemite. Ist ja hier Magnetilo schon ein Stahl-Pokémon. Muss man natürlich drauf achten. Taubsi, Spearow, Hoothoot, Ladybar. Also ganz offensichtlich wird Pichu hier Lead, ganz offensichtlich. Weil aber auch wieder Ladybar dabei ist und Magnetilo, würde ich sagen, nehmen wir Glumanda mit. Ditto wird es wahrscheinlich hier noch irgendwo in der ja, Unkenntlichkeit versenken und, ach komm, Shigi, weil was können, auch Glocken, geht mir doch bitte nicht auf den Sack. Nein, es ist auch noch 12 Uhr, oh, ich kriege zu viel. Spearow, ja, ich würde mal sagen, ein genialer Guess hier von mir. Das machen wir doch kurz und schmerzlos.
So. Nice. Direkt mal den ersten Donner gemisst. Und er macht erstmal Angeber. Oh oh. Der nächste Donner sollte vielleicht sitzen. Oh oh. Jetzt bin ich gespannt. Ja, danke. Oh oh. Jawohl, Pichu. Geile Aktion. Ja, yep. Und das sollte ein KO sein. Alles andere hätte mich schwerst gewundert, wenn Habitak das hier überlebt hätte. Britney Spiro. Hey, that's not fair. Oh, das sehe ich anders. Wer kommt jetzt? Mal gucken. Kommt jetzt wahrscheinlich Vollriegel. Boah, mit Ansage einfach mal. Herrlich. Ja, dann sind wir natürlich auch darauf perfekt vorbereitet. Los, Shigi, gib alles. Vor allem heben wir damit natürlich automatisch die Verwirrung wieder auf. Sollten wir ihn nochmal brauchen gegen Taubsi oder... wer war da noch? Ah, Hoothoot, genau. Hoothoot. Flame Wheel. Naja, ist ja nicht gerade die beste Feuerattacke getroffen. Wahrscheinlich hat er auch sogar zwei, könnte ich mir vorstellen, aber... Curse Bite, nein, den Wemsen war weg. Oh, na okay, Igla war schneller, das hätte ich mir denken können. Bams. Swift, da geht er natürlich auf Nummer sicher, die Attacke trifft definitiv. Ich kann mich auch mal ein bisschen zurücklehnen, ich sitze hier total unbequem, aber mit dem Ansteckmikrofon muss ich ja nicht auf irgendeine Distanz achten. Hallo? Shigi, was ist los mit dir? Flame Wheel? Schon wieder? Müsste das nicht eigentlich noch laufen? Oh, Crit. Crit mattered. Jetzt aber der Surf. Na also. Dürfte er auch nicht überleben. Ne. Cyndaquil. Ich weiß ehrlich gesagt, fällt mir gerade so auf, nicht wie dieser Name entsteht. Cyndaquil. Weil, also Eagle Lava, ne, quasi ein Lava oder ein Vollriegel und Eagle Lava, also es bleibt beim Eagle, der irgendwas mit Feuer am Hut hat, also Lava oder Feuer. Aber Cyndaquil, da steckt schon alleine, ach guck mal, Ladybar. Boah, wir haben aber auch perfekt getippt, würde ich sagen. Glumanda. Da steckt ja schon alleine definitiv nicht Hedgehog drin. Oder vielleicht haben sie es im Englischen zu einem anderen Pokémon gemacht. Ich weiß es nicht. Oder es gibt noch einen anderen Begriff für Eagle, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber keine Ahnung. A light hit. Und Recoil. Pussy. So, gucken wir mal, ob ich jetzt wieder Endure gemacht habe. Nein, ich bin Feuerschlag getroffen. Na, was ein Glück. Immerhin. Zack. Und Burn. Ha, geil. Und tot. Oh, ne. Nein, er bringt sich selber um. Der Burn hätte ihn danach sowieso platt gemacht, aber er nimmt lieber Recoil-Damage und KO'd sich selber. Geil. Double Edge. Weiß ich gerade gar nicht, was der nochmal der deutsche Begriff dafür. Double Edge ist, ist das Bodycheck oder was? Wobei, ne, Bodycheck wäre wahrscheinlich... Oder? Doch, kann sogar sein. Weiß ich nicht. Double Edge. So, wir kriegen auf jeden Fall auch den dritten. Perfect. Extra Continue. Continue. Huh? It's over already? Oh, that makes me so angry. You're done. Plain Badge. Der Normalorden. Also es wäre quasi der normale Orden, ne? Ach genau, das sind ja die... Ach, ich bin auch blöd. Das sind ja die Orden aus der... zweiten Generation? Ja klar. Plain Badge war ja Bianca. Das Miltank of Horror. Sozusagen. Der Normalorden. I let my guitar do the talking. Rock and roll all night. Was hat er jetzt gesagt? Guitarist Darren will gegen uns antreten. Mit Chikorita. Also Endivie. Turn up for what? Magnemite, Pichu, Hoppe. Drei Elektro-Pokémon. Ja, da kommt schon mein Problem, weil da habe ich irgendwie nicht so wirklich was gegen.
Hoppip Oddish Chikorita. Also, leaden wir doch einfach mal mit Charmander. Und Magnemite hätten wir damit ja auch abgehakt. Hoppip wäre, ist das schon Flug? Ich glaube ja, ne? Aber ansonsten habe ich da nichts drauf. Shigi ist hier völlig falsch. Pichu auch. Ja, dann probieren wir mal mit Bisasam. Hä, was habe ich? Nein! Oh, ich hasse es. Reselect. Also. Charmander. Links. Und. Wobei, wisst ihr, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Dann probieren wir doch jetzt mal Ladybar aus. Hoffentlich. Also Ditto wird vielleicht irgendwann auch mal zum Einsatz kommen. Wann, weiß ich noch nicht genau. Aber 16 Minuten sind rum. Von daher sind wir noch sehr gut in der Zeit für diesen dritten Kampf. Und wieder mal perfekter Guess. Da ist Magnetilo. Und ich würde sagen, den Wemsen ist mal richtig weg. Ist, hat der auch irgendwie einen kleinen Bug? Oder warum ist der so silbergrau? Naja, egal. Bam! Dürfte er nicht überleben. Sehr gut. Hammered. Was? Du bist besoffen? I'm hammered. Pretty smashed. Ach ja. Marie, hallo Voltilam. Na? Ampharos, einer meiner treuen Weggefährten bei Pokémon Heart Gold. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Kann ich nur empfehlen, wer es nicht gemacht hat. Leider hat das Ganze ein relativ spontanes Ende genommen. Nach 70 Folgen. Sind da nicht so weit gekommen, wie ich gerne wollte, weil ich den Safe State verloren habe. Aber, naja. Kann ja mal passieren. Klassische Emulator-Sorgen halt. Und, naja. Warum man nach 70 Folgen jetzt kein Backup hat, fragt ihr zu Rechte. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ist einfach passiert. Danke, das war eine Donnerwelle, nehme ich mal an. Wir sind paralysiert und dementsprechend langsamer, wären aber mit einem zweiten Feuerschlag fertig. Das heißt, wir können ruhig langsamer sein, weil ein Donner dürfte uns eigentlich nicht umbringen. Dürfte eigentlich nicht. Und auch noch gemisst. Ups, that missed. Und wir treffen natürlich Babams. Glumanda, der alte Oberkiller. Charmander? See, did I say this guy's a pro or what? Ach, herrlich. Pichu, ja. Der einzige, den ich nicht sehen wollte, weil... Naja, egal. Ich bleib mal bei Fire Punch. Ups, Donner. Natürlich werden die Gegner nicht nur von den Pokémon her besser, sondern auch die KI wird natürlich schlauer. Also strategisch und taktisch besser, wenn man die nächsten Cups angeht. Dementsprechend merkt ihr schon, ich hab's jetzt hier relativ einfach, ne? Aber wenn wir hier mit der ganzen Sache durch sind, dann werde ich einmal kurz offscreen quasi den Cup nochmal neu anfangen. Und dann gucken, ob ich in das gleiche Team habe, was ich aber nicht glaube. Und wenn nicht, dann werde ich nochmal neu anfangen und auf Basis dessen dann den Cup hier mit euch erst einmal blindfold antreten. Das war bei Pokémon Colosseum auch so, ne? Also erstmal reinkommen, dass ich mich auch wirklich blind auf die Steuerung verlassen kann. Weil mir ist gerade so eingefallen, ich kann den Analogstick nicht unbedingt neu belegen, weil dann muss ich mich an die paar Momente, wo man die Falltasten braucht, muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Ist ja auch wieder doof. Also wir lassen den Controller so, wie er ist. Und ich mache einfach etwas kontrolliertere Bewegungen hoffentlich. Fade out, you can't do that live though. Ja. Da ist der Nebelorden. Der Fog Badge. Das war's. Und dementsprechend sage ich auch schon wieder, liebe Leute, erst einmal Dank fürs Zuschauen. Eventuell hänge ich jetzt gleich direkt noch die nächste Folge dran, aber die nächste Folge. Und dementsprechend Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr bleibt dran, habt auch Spaß hier an diesem Challenge Cup und an dem definitiven Nostalgie-Retro-Kick von Pokémon Stadium 2. Wir haben 4 Continues zusammen, wird scheinbar ein relativ
leichtes Ding hier für uns. Und deswegen sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier bei Nerdy Talk, euer Jens sagt Adios.